Dazu machen wir uns erstmal einen kleinen, heben wir uns mal was aus. Erstmal will ich hier diese Ansicht wieder normal machen, sonst sehe ich ja gar nichts. So, hier ist das Teil, wunderbar. Das heißt, die Bahn muss dann da auch noch rein, die Bahn von da muss rein, es müssen noch zwei weitere Bahnen rein, also das wird auf jeden Fall recht interessant. So, dann werden wir die Bahn hier reinholen. Also gehen wir mal 1, 2, 3, 4 tiefer. 5, 6. Sieben, acht. Ist das jetzt so? Acht, ja, sieht so aus. Und dann gehen wir auch noch nach rechts ein bisschen. Das heißt, wir haben ja richtig schöne Grundfläche. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal ein paar Wege. Und zwar, das ist Technik alles. Man kann das mal so als Stahl machen. Oder? Was haltet ihr davon, Stahl? Also hier kommt die erste Bahn hin, dann haben wir hier einen. Jetzt muss ich doch direkt mal was gucken, ob das auch so funktioniert. Ich habe also einen Tipp bekommen, das einfach so gezogen zu halten, dann geht das Ding hoch. Aha, okay. Das wollen wir ja nicht. So, da hinten wollen wir es dann vielleicht. 1, 2, 3. So, da machen wir einen 2 Meter breiten Bahnsteig. Da müssen wir dann versetzte Einstiege machen, damit das auch platzmäßig ausreicht. Dann kommen zwei Bahnen. Und dann kommt hier wieder. Die beiden kommen so irgendwie, ne? Der kommt dann so und dann kommen noch zwei, die so kommen. Oh, Panik unter den Enten. So. Das sind also schon mal die Bahnsteige. Da haben wir also hier eine Bahn, hier eine Bahn, hier eine Bahn, hier eine Bahn. Dann kommt da noch eine Bahn. Also hier eine Bahn, 2, 3. Dann kommen noch zwei. Da müssen wir also hier noch eins hinsetzen. Und direkt noch einen weiter in die andere Richtung gehen. Das machen wir doch gleich. So, draußen fliegen die Flugzeuge. Kriegt ihr das mit? Nee. Hat eigentlich der Flughafen Köln-Bonn ein Nachtflugverbot? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber hier ist es zum Glück nicht so wild. Wir sind ja weit genug weg. Ab und zu kriegt man hier mal was mit. Aber eher selten. So, das war jetzt der falsche Weg. Schon mal gleich wieder. So, Metall. Sehr schön. Ja, man kann jetzt natürlich auch die Treppen in der Mitte machen. Ich überlege mir das gerade. Wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Da braucht man nämlich nur eine. Mache ich hier mal den. Ich wollte eigentlich die Treppen jetzt erst hier hinten rausführen, aber wir kommen ja mit dem Weg hier vom Haupteingang. So. Ja, ein bisschen Fisselarbeit hier. Platsch. So, wir kommen mit dem Weg hier vom Haupteingang. Was hat der denn für eine? Da hat dieses komische Pflaster. Den werden wir mal hier gleich mal weiterbauen. Wo ist das komische Pflaster? Hier ist Pflaster da.
Das ist das, was ich ganz am Anfang mal sagte. Wir bauen hier so einen schönen Wald hin und der wird nach und nach wieder weggekloppt. Hatte ich, glaube ich, in einer der ersten Folgen erzählt. So, und dann müssen wir so ein Eingangsgebäude machen. Oder machen wir gar keins. Sondern machen so ein Quergebäude. Das können wir natürlich auch machen. Okay, dann machen wir hier mal so den Gang hin. Und dann werden wir dann hier in der Mitte das weiterführen. Hier kommen dann die Brücken drüber. So, damit hätten wir schon mal hier den Zugang. Dann brauchen wir noch eine Brücke nach, eine Treppe nach unten. Ne, drei brauchen wir. Und dann nehmen wir natürlich nicht die, das irre Pflaster. Ich glaube, wir nehmen auch das dann hier für die Brücke. Das sieht dann ein bisschen authentischer aus. Oder authentischer, was ist das eigentlich für ein bescheuertes Wort? Ich kann mir da nie was drunter vorstellen. Wenn jemand authentisch ist, weil er sich nicht verstellt wahrscheinlich, gell? Oder wie? So, bin ich authentischer Opa? Nee, ich bin eh sowieso kein Opa. Aber ob ich dann auch noch authentisch bin, weiß ich nicht. So, jetzt haben wir dann hier unsere Treppe nach oben. Sind wir doch 7 runtergegangen anstatt 8, aber ist egal. So, damit haben wir hier unseren Eingang für die Bahnhofsgleise. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt können wir ja schon mal die erste Bahn dahin verlegen.